Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Akuchi the Heartless. Und genau, beim letzten Mal waren wir ja hier in Hutama, haben das abgeschlossen. Und da haben wir die Dämonen der Wahrheit des Lichts zugefügt. Und jo, jetzt haben wir hier den nächsten Endboss, Okal. Das ist, glaube ich, der Spinnengott oder so. Und jo, da würde ich sagen, gehen wir erstmal rein. Dann schauen wir mal. Jo, genau, Okals Spinnenweben. Der Wächter des zweiten Vorhofs hat unermesslichen Hunger. Durchsuchen Sie die Spinnweben nach Zaubern und Heilung. Genau. Der ist aber ziemlich einfach, der Boss. Also, ja. Wie viele Wächter der Hölle habe ich neben den Seelen meiner Vorfahren Baron Samedi geschickt? Man könnte meinen, er will die Hölle selbst stürmen und das Land der Fäulnis und des Verfalls einnehmen. Diese Reise verändert mich. Mittlerweile wäre ich lieber Diener des Himmels als Herrscher der Hölle. Todesring. Ja. Also, sorry, ich habe gerade nochmal Schokolade gegessen. Ja, wie gesagt, also, ja. Der Baron will anscheinend auch, dass wir die komplette Hölle zerstören. Das kann er gerne haben. Genau, wir müssen hier einfach diese kleinen Spinnen vernichten. Und, die Zauber aus diesen Dingern hier sammeln und ja, genau. Ich muss aber leider gleich nochmal kurz einen Schnitt machen. Ich mache hier mal den Schnitt, würde ich sagen. Also bis gleich. Ja, zusammen, da bin ich wieder. genau, sorry, kurzer Schnitt, weil, ja, ich musste kurz was erledigen. Oh, jetzt kommen hier diese Kackviecher raus. Die Viecher kommen halt aus diesen grünen Dingern raus, die wir halt killen sollen. Um die Geisterhiebe zu kriegen, die wir gleich noch brauchen werden, die ganz wichtig sind. So, und die kommen anscheinend alle hierher. Richtig, also alle hier raus. Und zack, sehr schön. So, jetzt kommt der wahre Boss. Da ist das Vieh, Alter, guckt euch das mal an. Da oben hängen auch noch andere Zauber, aber die werde ich nicht brauchen. Ich werde das so machen. Weil das ist so programmiert, dass die 30 Geisterhiebe exakt ausreichen. Also wie gesagt, ziemlich einfacher Boss für uns. Der Anfang ist eigentlich das Schwierigste, also mit den kleinen Spinnen. Und jo, da würde ich sagen, schauen wir uns mal das mal wieder hier an, ne? Jo, wie gesagt, schön gemütlich hier. Den Boss ab, den Boss killen. Ich meine, das reicht doch, oder? Yes, sehr schön. Da ist er tot. Zack. Zack. Ja, er ist tot. Der nächste Boss der Unterwelt ist tot. Ja, zack. Okay, geil. Nehmt diese Gabe, weiser Baron, auf dass mein Geist und meine Braut befreit werden. Eieieiei, okay. Sehr interessant. Er hat ein Hähnchen ermordet, okay. Und ich hoffe mal, dass jetzt die Katze nochmal kommt. Und das Spiel hat sich wieder aufgehängt. Naja, ich sag mal bis gleich. Ja, Freunde, da sind wir wieder. keine Ahnung, warum sich das Spiel jetzt gerade nach exakt dieser Katze aufgehangen hat. Sehr komisch. Naja, ich habe den nochmal gekillt und dann schauen wir jetzt, was er zu sagen hat. Akuchi, du hast Okal besiegt. Jetzt darfst du in den dritten Vorhof im Totenreich. Deine Aufgabe ist einfach. Begib dich zum anderen Ende Lathars, nachdem du die Seelen gesammelt hast, und such das Geistertor. Oh, Lathar, das ist so ein richtiges Scheißlevel, das ist mein Hasslevel, wirklich, ey. Naja, hallo der Herr. Ist weg schon, ne? Ja, genau. Nee, willkommen im dritten Vorhof der Hölle. Und willkommen bei Lathar. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich dieses Level nicht mag. Naja, schauen wir mal rein einfach. Jo. Lathar, das Arboretum, was auch immer das ist. Ihre Gegenwart hat den toten Wald geweckt. Fliegen Sie auf einem Gleiter, um rasch zu entkommen. Das war schon der erste Hinweis darauf, warum ich das Level nicht mag. Es ist einfach anstrengend. Egal, schauen wir erstmal die Cutscene an. Gleich, wenn sie denn kommt. Wenn sie denn kommt.
weiß, dass der Baron meine Lage ausnutzt. Aber was könnte und wollte ich dagegen tun? Tief im Inneren höre ich Keschos Schreie und weiß, dass ich aber auch alles täte, damit sie Ruhe findet. Ja, die Cutscene eben kam nicht. Ich hab einfach da wieder angefangen. Keine Ahnung, was jetzt mit dem Spiel wieder los ist. Also, Seelensucher. Was haben wir denn hier? Drücken Sie den Sprung an. Ja, Uppercut, das kennen wir ja schon, ne? Den hier. So. Werden wir gleich brauchen. Ah! Schaut mal hier. Boah, da ist der Spinne. Höllenschlag. So. Ja, wie gesagt, ich musste die Cutscene wieder einschneiden. Keine Ahnung, warum, woran das liegt, dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht. So, darf ich vorstellen, die nervigsten Gegner in ganz Akuchi the Heartless. Wenn man Sehnsucht hat, kein Problem, aber wenn man keine Sehnsucht hat, dann wird's schwierig. Hochspringen und gleichzeitig den hier machen. Und dann weichen die einem aus und dann fliegen die umher und richtig nervig. Ja, will ich am besten noch mit warten, euch die zu zeigen, ganz ehrlich. So, egal. So, zack, eine Dose. Ja, das wird, jetzt wisst ihr auch schon den Grund, warum ich das Level hasse. Und jetzt, oh, zack. Oh, seht ihr das? Ah, da ist noch einer. Schaut mal. Das sind so richtige Drecksviecher, ey. Oh, jetzt, und das trifft natürlich auch noch nicht mal. So, jetzt seht ihr das genau? Genau aus dem Grund hasse ich diese Gegner einfach hier. Ich hasse sie abgrundtief, ey. Egal, komm. Hier drüben war noch eine Leiter. Hier in dem Level muss ich zum ersten Mal richtig aufpassen, dass ich wirklich auch alle Köpfe mitnehme. Weil seht ihr das hier oben? Hätte man fast übersehen. Ne? Der erste Kopf hier. So, wo geht's hier? Ah, Moment mal, hier geht's noch hoch. Ja, und die Musik, die ist sehr, sehr merkwürdig hier. Die schreit und so. Puh, keine Ahnung. Großes Herz. Brauche ich eigentlich nicht, aber ist egal. So. Ja, da kommst du doch hoch. Sehr schön. Da ist nämlich noch ein Zauber. Und jetzt wieder Treppen runterlaufen. Oh, ey. Alter Schwede, kann ich hier runter oder kann ich hier nicht runter? Ich denke mal, ich kann hier runter. Und geh runter. Oh, sehr schön. Okay, gut, alles klar. Abkürzung. Lass uns eine Runde fliegen. Und da kommen die doch. Und zack. Sehr schön. So. Ich glaube, die muss man echt mit Zaubern vernichten, weil mit dem Schwertkampf. Ah, Moment mal. Hier unten ist noch was. Hä? Ah! Ja, okay. Und das. Ah ja, es reicht. Okay, sehr schön. Hier unten war was. Sekunde. Da ist bestimmt ein Zauber oder so. Oder was ist. Ja! Vernichtungsschläge. Geil. Vernichtungsschlag. Das erste Mal, dass wir den Zauber mal wieder haben. Seit dem dritten Level. Ja, schon. Sehr geil. Und zack. Schöner One-Shot hier. So. Moment mal. Nee. Stopp, bevor ich hier hochgehe. Hier hinten war noch eine Leiter. Da. Oder? Ja. Seht ihr das? Das vergisst man so schnell, ne? Dass hier noch Leitern sind. Da ist nämlich noch ein Kopf. Sehr schön. Der zweite schon. Sehr nice. Okay. Einmal kurz Mikros richten. So. Alles klar. So, dann geht's mal hier lang. Ich habe noch keinen Checkpoint in dem Level. Ey, shit. Wenn ich jetzt runterfalle. Ey. Oh, Mann. Da war ein Aufzug. Okay. Ein sehr komisch aussehenden Aufzug. Aber wir haben einen Aufzug. Keine Ahnung, warum der so komisch aussieht. Keine Ahnung, was sich die Designer hier gedacht haben. Und zack. Stirb. Kein Bock auf euch. Kein Bock auf euch, ey. So. Kurzen Prozess mit denen, ey. Bei denen kenne ich echt keine Gnade. Die können nämlich richtig nervig werden, ey. So. Jawohl, da haben wir noch so einen kleinen hier. Der ist aber nicht schlimm. Der macht zwar nur ein bisschen Schaden, aber. Ah, ey, ich zauber jetzt. So. Genau so. Ah, da fliegen Vögel rum, okay. Auch nicht schlecht. Für eine PS1 auf jeden Fall. Für ein PS1-Spiel ist das schon
Sehr liebevoll gemacht, ja. Und? Kommt da einer? Ja. Und zack. Ah, zwei Höllenschläge gehen also auch. Sehr geil, dann weiß ich das jetzt auch. Ich habe nämlich noch jede Menge Seelensucher hier. Vier Puppen, sehr schön. So, dann geht's mal weiter. Ich hasse sie. Ja. Ein abgrundtiefer Hass. Ey. Ich glaube, das ist das, was auch das Spiel lehren will. Hä? Oh, hör auf zu nerven, ey. Kommt noch einer, wa? Oder? Nee, da kommt keiner. Erster Speicherpunkt. Nice. Okay. Sehr schön. Ah, das ist hier so ein Ding, was so Bienen auf mich losschießt hier. Ah, schade. Das habe ich jetzt verschwendet, aber ist egal. Da oben habe ich noch was gesehen. Und da. Genau. Da ist nämlich noch eine Voodoo-Puppe. Ah, Moment mal. Nee, 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 nee. Das ist doch nur der... Moment. Ah! Oh mein Gott. Alter Schwede. Da wäre ich fast runtergeflogen. Und schon wieder. Oh, Mann, ey. Halt dich doch da fest. Aber Moment mal. Man kann dann doch wieder hier runter, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist nur für den Zauber gewesen hier. Ich gehe aber nochmal zurück. Weil da hinten... Genau, da ist nämlich noch ein Kopf. Seht ihr den? Boah, okay. Scheißegal, jetzt komm. Nein, er ist vorbeigeflogen. Oh mein Gott. Ey. Hey, ey. Der trifft nicht, oder was? Ja, die Kamera ist ja auch wieder so blöd hier. So rangezoomt irgendwie, keine Ahnung. Machen wir jetzt den dritten Kopf. Ja, schön. Ah, ich habe keine Seelensucher mehr. Egal. Die gehen auch... One-Shot kaputt, genau, zack. Mit einmal, diesem Kick hier. Zack. Gehen die auch kaputt. Psst. Okay. Ah, klassisches Spielelement hier. Jump'n'Run technisch, ne? Immer hochspringen, wenn das nächste kommt. So. Und jetzt abwarten. Bis wir, ja, an die Plattform können. Da hinten. Und zack, sehr schön. Und das ist auch ziemlich lustig hier. Ein Baum, der in der Gegend rumfliegt. Ziemlich bescheuert, ey. Wirklich. Also was die Spieleentwickler sich dabei gedacht haben. Und die sterben, ey. Kein Bock auf euch, ey. Kommt da noch einer, ja. Keinen Bock auf euch. So, ist mir egal, dass ich jetzt alle Zauber verballer, aber... Ich kann die nicht leiden. Ich hasse sie abgrundtief, ey. Und zack, weg mit dir. Da kommt noch einer, oder? Ja, da kommt noch einer und zack. Boah, sehr schön. Ah, ich habe jetzt einigermaßen eine Taktik gefunden, aber die sind doch mal übelst nervig, ey. Ihr habt eben schon gesehen, zu was die in der Lage sind. Ja, toll. Ja, toll. Scheiße. Ah. Toll. Kann ich hier alles wieder nach von vorne machen, hier von dem Speicherpunkt. Dankeschön, Akuchi. Danke, dass du nicht gesprungen bist. Egal. Es war ja nicht ganz so weit. Es war ja nicht ganz so weit weg. Moment mal. Ach Gott. Was ist das jetzt hier für ein... Hallo, springst du? Spring doch da hoch. Was ist das denn jetzt hier für ein Krampf? Ey. Willst du mich verarschen so jetzt? Also nochmal das Ganze. Wieder hier hochgehen? Es war ja echt nicht weit zum Glück. Oh, dieser Scheiß. Ja, toll. Danke. Scheiß Ruckler. Mann, das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Jetzt habe ich schon zwei Leben verloren hier. Jetzt reicht das auch noch nicht mehr, um dieses Ding da zu killen. Ernsthaft? Was soll ich hier machen, ey? Oh Gott. So, jetzt habe ich es aber. Ja. Sehr schön. Und geh da doch hoch, ey. So. Meine Fresse. Ja, wie gesagt, nee. Ich nutze die Safe States in dem Spiel nicht. Weil es hier halt ja Checkpoints gibt, ne? Das ist ja nicht so unfair wie bei Tengshu, wo man einfach eiskaltes Level komplett neu machen muss. Das ist ja zum Glück nicht so.
Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder hier, aber... Erstmal nochmal hier rein. Oh mein Gott, ey. Und hier zack, 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 zack. Ja, schön, das ging schnell. Alles schnell wieder nachholen. Ah, hier ist noch eine Dose. Ist hier noch eine, ne? Genau da. Ja. Sehr schön. Viele Puppen hier, das ist gut. Die brauche ich auch. Oh, diese Kamera! Diese Kamera! Ey! Diese verfickte Kamera! Ja, denkt sie sich einfach mal, jo, lass mal den Herrn mal runterfallen. Ey. Ey, das nervt doch. Das nervt doch richtig gerade. Ich glaube, beim nächsten Mal gehe ich auch nicht mehr hier hoch. Dann gehe ich direkt dahin. Es ist nur ein Zauber. Ja, wobei... Ich... Boah, ey. Diese Ruckler hier. Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht hier? Geh zurück. Das kennen wir doch alles schon. Ach, Gott. So, jetzt aber. Jetzt aber... Mann, ey. Ja, das Vieh kalt. Hol dir den Kopf hier. Das ging mit meinem Let's Play besser. Ja, komm schon. Nimm dir die Puppen hier. Ja, und weg hier. Und die Kamera, ey. Diese Dreckskamera. Ja. Ja, zack. Schnell einfach. Einfach schnell hier. Weil ich will weiterkommen. Ich will euch hier nicht langweilen, indem wir immer wieder das Gleiche sehen. Deshalb, ja. Ah, jetzt kommt wieder das, da kann ich nichts beeinflussen. Doch, kann ich schon, indem ich wenigstens auf die Platten springe. Aber es geht nicht schneller, wenn ich schneller springe. Das macht kann auch keinen Sinn. Ja, egal. Ich würde sagen... Wenn diese Ruckler auch manchmal, ne? Die kommen exakt dann, wenn ich irgendwo hinspringe. So, jetzt... Nein! Abwarten. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie Scheiße baue. Weil dieser fliegende Baum, der ist irgendwie... So. Der ist irgendwie verbuggt. Das heißt, wenn man da falsch springt, fällt man runter. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt aber... Und zack! Weg mit dir! So. Und zack, und zack. Ah, geh weg. Ah, jetzt hab ich's. Ah, okay. Ne, ging noch. So. Jetzt sind wir wieder hier. Komm schon raus. Ja. Zack, zack. Da kommt doch jetzt noch einer raus. Ich kann mich erinnern, Freunde. Da ist noch einer, ja. Und da hast du das auch. Zack. Weg mit dir. Oh, Mann. So, jetzt aber. Komm. Jetzt spring vernünftig dahin, ey. So. Sehr schön. Haben wir das wenigstens schon mal? Ah, nein, okay. Das war nix. Es ist doch einfach nur springen, mein Gott. Wie viel Leben haben wir jetzt noch? 10 Leben, okay. Nee, da brauche ich mir... Oh, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Alles klar. Gut, dann drehen wir mal die Runde fertig hier. Da hinten ist nämlich unsere nächste... Transportmöglichkeit. So. Los geht's. Und wo? Führt sie uns hin? Schauen wir mal. Da unten ist der nächste Speicherpunkt. Sehr schön. Schon gesehen. Ja, okay. Alles klar, dann haben wir jetzt hier erstmal wieder so einen scheiß Kampf. Noch einer. Ich hasse sie. Komm her. So. Ich habe wieder meine First Pückler Schoketten gegessen gerade. Richtig geile Schokolade auf jeden Fall. Jo. Und dann noch einer jetzt hier bestimmt, oder? Ja. Und zack. Da noch einer. Da kommt noch einer. Die Gegner hier, die werden echt heftiger. Also, krass. Habe ich den Speicherpunkt eigentlich eben geholt? Ich meine, ja. Ne? Oh Gott. Ah, shit, ey. Ah, die restlichen 5 hiervon. Brauche ich noch... Oh Gott. Brauche ich noch für da hinten drin. Oh, Mann. Okay.
Das heißt, zack. Muss ich ja den jetzt hier so killen. Zack. Zack. Ah, scheiße. Zack. So, sehr schön. Zst. Diese Gegner. So. Oh, was ist los da draußen? Da hupt einer rum hier, wie verrückt. Na, egal. So, zack. Und zack. Los geht's. Nächster Flug. So. Da ist zum Glück noch ein Zauber. Ich brauche den nämlich gleich, wenn... da kommt auf einmal eine Spinne aus. Kommen auf einmal Spinnen aus der Decke, okay. Nett. Nett. Oh Mann. So. Hier ist nämlich da oben ein... Ich zeige euch das am besten mal. Hier ist nämlich... Hier oben. Hier oben drüber, da ist ein Kopf. So, und den kriegen wir, indem wir... das Ding da oben abfeuern. So, der ist nämlich mit einer Leiter verbunden. Und, ja, wenn man den erstmal treffen würde... hallo? Na, hier mache ich mal ein Save State, weil... das wäre echt unfair, wenn ich den jetzt nicht treffen würde. Den muss man nämlich treffen. Da oben, seht ihr den? Damit wir den Kopf da oben kriegen. Und sonst, wenn ich den nicht treffe, ist die 100% Challenge dahin. Ja, genau. Aber ich glaube, so geht das. Ja, sehr schön, okay. Guck mal, was da nämlich runterkommt. Da ist eine Leiter runtergekommen. So. Das ist auch sehr versteckt. Also beim ersten Mal habe ich das echt nicht gefunden. Und im Let's Play glaube ich auch nicht. Oder doch, kann sein, doch, ja. Aber, jo. Seht ihr das da? Hier. Hier kommt man sonst nicht hoch. Überhaupt nicht kommt man hier hoch sonst. Oh Gott, ich muss aber echt aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie runterslide. Das ist so fies gemacht hier. So, egal, den haben wir schon mal. So. Kann man ja jetzt erstmal hingehen und das Ding da schon mal abschießen. Zack, zack, zack. Sehr schön. Und spring da hoch. Boah, wie knapp war das denn, ey. Scheiße. Das will ich jetzt nicht nochmal machen, ey. Komm schon, Akuchi. Das ist ein schwieriger Part hier, ey, mit diesen... Oh, mit diesen Netzen hier. Was? Ja, seht ihr das? Aber diesmal mache ich eine Ausnahme. Ich lade einfach ein Safe State. Weil das war doch definitiv zu weit weg, oder? Nee, das... Sorry, das musste jetzt sein. Wenn ich hier jetzt echt abstürze, ne? Das geht gar nicht. Einmal kann man das machen in einem Let's Play und ich habe es hierfür gebraucht. Okay. Also das ist mein Maßstab hier. Einmal will ich... Ich will es auf einmal beschränken. Weil das hier, das ist doch echt mies. Also wenn man hier runterfällt, ey. Und geh dahin. Boah, der wäre schon wieder fast runtergefallen. So, jetzt kommt nämlich hier so eine Szene. Der feuert erstmal den da oben ab, okay. Soll mir recht sein. Oh, zack, geh weg. Oh, sehr schön. Der eine ist weg und der andere, der ist jetzt auch weg. Sehr schön. Ich dachte, der wollte aufmucken, aber nö. Ist nicht so, okay. Wie viele habe ich? Alle! Oh, ich habe alle Köpfe, sehr gut. Dann muss es das jetzt gewesen sein, oder? Mehr kommt nicht, glaube ich. Oh doch, es kommt doch noch was. Oh Mann. Oh Junge. Noch einmal abfacken am Ende. Ja, ja. Okay. So, und. Oh Junge. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Irgendwelche Vogelfiecher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es jetzt. Yes, wir haben's. Sehr geil. Okay. Ja. Dieses Mistlevel. Haben wir geschafft. Sehr geil. Okay, dann. Sehr schön. Hier rein. Sehr geil. Und? Und es hat sich wieder aufgehangen, oder was? So, da sind wir wieder. Keine Ahnung, warum sich das manchmal aufhängt, ey. Das ist irgendwie blöd. Nein, ja, egal.
Wir haben 32 von 32, es wird immer besser. Dein nächstes Ziel ist Seimos. Das dortige Geistertor wird von Mantos Schädel bewacht. Du musst ihn zerschmettern, um zurückkehren zu können. Ja, Seimos, auch ein sehr, sehr, sehr geiles Level. Muss ich sagen. Ja, und ja, wie gesagt, wir haben endlich dieses Level Lata geschafft. Ey, boah, ich bin so froh. Das war wirklich eins meiner Hass-Level hier, ey. Jo, wie gesagt, gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann mache ich nämlich hier erstmal Schluss, ne? Und dann sehen wir uns demnächst bei Level Seimos wieder, ne? Und ja, demjenigen, der es gefallen hat, lasst doch ein Like oder Abo da. Und jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dann, ne? Ciao, ciao.